So, 3, 2, 1, willkommen zu Farm Manager 2018. Wir haben den Winter erfolgreich beendet und das müsste unsere Folge 14 jetzt sein. Wir konnten unsere Angestellten über den Winter behalten, was ich für eine megamäßige Leistung halte. Tiere sind bereit zur Fortpflanzung? Ja, das werden wie immer die Hühner sein. So, die Leute, die machen mal die vier Felder hier platt. Hier steht zumindest ausgestorben, deshalb denke ich, hier wird nichts mehr wachsen. Hier wird gepflügt, hier wird gepflügt, hier steht ausgestorben bei den Sonnenblumen. Und ja. Boah. Schauen wir einfach mal, wie sieht es hier bei den Bäumen aus. Eine kleine Apfelplantage. Die Hühner wollen schon wieder ein bisschen Fortpflanzung genießen. Einen Angestellten könnte ich mir noch leisten. Soll ich das? Das ist die Frage. Was gibt es denn für Angestellte? Irgendwas ganz Billiges? Null und Null. Anstellen. So, und der kann hier schon mal arbeiten. Gepflügt dauert an. Gut. Verkaufen. Ein paar Hühner verkaufen. Ach scheiße, es ist ja noch März. Ich hätte warten sollen, bis der nächste Monat beginnt. Nicht, dass ich den jetzt auch noch voll bezahlen muss. Weil der wäre, glaube ich, optimal, wenn ich einen weiteren Stall mir zulege. Wenn ich den weiterbilden und ich hoffe, der kostet dann trotzdem nicht mehr. Pflanzen. Weil. Das ist die Frage. Wobei, das will ich. Was kostet die hier im Stundenlohn? Na. Betreuer. Ich weiß es nicht. Ihr seid noch nicht fertig, ihr Leute. Kommt. Arbeitet doch mal ein bisschen schneller auf dem Feld. Schub, schub, schub. Zu wenig Tiernahrung, Beute. Okay, Moment. Wo? Erlaubte Nahrung. Okay, Weizen kaufen. Markt, Markt, Markt. Weizen, Weizen, Weizen. Da ist ein Brocken. Weizen. Kaufen, 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 kaufen. So.
Hier müssen wir kultivieren. Sie und sie. Arbeiten. Fruchtbarkeit weiß ich nicht. Bodenqualität optimal. Schöne Sache. So, hier wollen schon wieder Tiere vermehrt werden. So, ich hoffe, die Futterladung kommt jetzt demnächst. Erlaubte Nahrung, Weizen. Automatisch hinzufügen. So, eventuell bin ich gleich pleite, wenn die automatisch hier Futter nachfüllen können dürfen. Hier war fertig. Zack. Du und du. Arbeiten. Kultivieren. Ist das jetzt die Futterlieferung hier? Hier kommt auch noch ein LKW. Hühnerstall. Kommt, wird jetzt zu wenig Tiernahrung im Gebäude. Ja, ich weiß. Jetzt sollte doch genug Tiernahrung da sein. So. Hühner werden besamt. So, Weizen. 400 Kilo. Und das reicht doch. Ja. 22 Tiere, komm. Bist du fertig, Herr Tierarzt? Jawohl. Verkaufen. 4 Stück. So. Immer noch der 28. März. Lass mal weiterlaufen. So. Kreis Monatswechsel. Da ist unser Geld wieder ziemlich am Ende. Also Lupine, Mais und Sonnenblume hatten wir. Lupine, Mais, Sonnenblume. Warum funktioniert das hier mit der Nahrung nicht. So. Feuchtigkeit kultiviert. Fruchtbarkeit. Dann düngen wir mal mit Mist. Du und du arbeiten. Hier kultivieren, du arbeiten. Oh, Monatswechsel war. Okay, optimal. Kultiviert es hier auch, dann düngt ihr auch mal Mist. Zack. Zack, arbeiten. So, wie sieht's hier aus? 13 Tage, 13 Tage, 20, 100
und irgendwas Tage. Hühner. Verkaufen. So, es wird irgendwie dunkler. Hier, was hatte ich hier? Lupine, glaube ich. Kaufen. Hier, Pflanzen. Machen wir mal Mais. Du und du. Arbeiten. So. Wie war das? Lupine. Hier und da arbeiten. Hier Mist drauf, du arbeiten. Kühe sieht gut aus. Hühner können ein paar verkaufen. Uiuiui. Ui, ui. Das reinste Chaos hier. Hier wächst schon was. Hier auch. Hier pflügen. Und zwar du und du. Und meinetwegen du. Arbeiten. Jeder zertritt hier aufs Feld. Lupine, Mais. Hier wird noch gedüngt. Okay. Ist noch nicht ganz fertig. Oh, Kühe. 6. Pause. So, damit mache ich mal ganz kurz Pause hier. Wir haben gerade richtig Geld. Damit können wir das Bauernhaus reparieren. Was unser Auftrag ist. So. Lass mal langsam laufen. Schauen wir mal, wie sich das dann hier entwickelt. Gedüngt. Hier, was pflanze ich denn hier mal an? Sorghum-Samen, weiß ich nicht. Von mir aus. Arbeiten. 3 Tage bis zur Ernte, 3 Tage bis zur Ernte. Okay, 10 Tage bis zur Ernte. So, die Bauarbeiten laufen hier noch am Bauernhaus. 14 da. Komm, komm, komm. Hühner. Kann ich auch ein paar verkaufen. Produziere Ziegenmilch, ja. So, repariere Haus des Inhabers. Haben wir geschafft. Zucht am Haus. Sowohl Tiere als auch Pflanzen können erkranken. Bei Tieren scheint die Sache einfach zu sein. Man ruft einen Tierarzt. Bei Pflanzen hingegen ist es komplizierter. Eine Pflanze kann von Schädlingen, Unkraut, Pilzen befallen sein. Die Bespritzung ist zwar sehr langfristig, aber dafür auch nicht günstig. Du kannst deine Pflanzen also präventiv bespritzen oder es riskieren, darauf zu warten, dass sie erkranken. Ich schlage vor, dass du zur Probe eines deiner Felder gegen Unkraut bespritzt. Damit weißt du, wie es geht.
Verwende Mittel gegen Unkraut. Bespritzung des Feldes. Okay. Bespritzen. Gegen Unkraut. Kaufen. Verwende Mittel gegen Unkraut. Stille ein Feld. Nein. So ein Riesenfeld machen wir nicht. Hier wollen schon wieder Tiere ein bisschen Fortpflanzung genießen. So, seid ihr hier fertig? Ja. Jetzt sind zwei wieder fertig geworden bei uns. So, Bespritzung gegen Unkraut. Wird geliefert 2. Kaufen 2. So, jetzt kommt, glaube ich, Lieferung. Da, da, da. Produziere Ziegenmilch. Bis wann muss ich das machen? 2.6. Ah. Nee, ich mach's nicht. Ich leih mir kein Geld bei der Bank. So, jetzt aber. Bespritzen, auswählen. Nein. Bespritzen, auswählen. Gegen Unkraut. Und zwar du und du arbeiten. Bespritzen dauert an. Bitte, hoffentlich ist das Feld jetzt nicht dann, na, wie heißt's, kontaminiert. Kommt, 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 Leute. Schneller. Cool. Doch, komm. Kultivieren. Zack. Du. 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 Arbeiten. Dann bitte, weißt du, dass du besser Züchter dagegen bist. Okay, Pause, Pause, Pause. Züchte was? 4 Enten? Bis 15.8. Enten, 5000, okay. Enten können doch nicht so teuer sein, so ein Entenstall. Bauen. Kaninchen, Kaninchen. Imker, Enten. Das würde mich 3500 kosten. Schon wieder nur ein kleiner Stall. Ah. Flügelzucht. Gut, wir lassen es mal laufen. Bereit zur Ernte, welches Feld? Erdbeeren. Erdbeeren. Hier, Ernte. Scheiße. Keine Leute, die Ernte machen können. Arbeit abbrechen. Ja. Ihr müsst ernten. Du und du arbeiten.
Arbeit läuft noch an. Bespritzung. So. Und hier wird weiter kultiviert. Das machst du. Arbeiten. Oi, oi, oi. Oh! Zucht am Haus! In welchem Zustand befindet sich das dein erstes Erdbeerfeld? Schau dir mal unsere Finanzen an. Wir brauchen diese Ernte. Wenn du sie geerntet hast, musst du sie schnell auf dem Markt verkaufen. Wenn wir ein kurzes Haltbarkeitsdatum. Ja, die Ernte vom ersten Erdbeerfeld läuft aktuell. Tiere bereit zur Fortpflanzung. Verkaufen. Haufen. So. Okay. Ja, okay, okay. Pause. Geschafft. Das Ministerium für Landwirtschaft hat dir einen Zuschuss. Oh. Erstmal Ende für diese Folge. Tschüss und ciao. Bis zum nächsten Mal bei Farm Manager 2018. Tschüss, ciao, bye bye.